4 Naturheilmittel gegen Besenreiser und Krampfadern. Bei Durchblutungsstörungen in den Beinen kommt es häufig zu Besenreisern oder Krampfadern. Die Venen sind meist geschwächt und der Blutfluss in Richtung Herz gestört. Dieses Leiden wurde immer als ästhetisches Problem betrachtet, da die unförmigen Venen, die hervortreten, auf den ersten Blick sichtbar sind und nicht unbedingt schön ausschauen. Vielmehr handelt es sich jedoch um eine Gesundheitsfrage, die dementsprechend behandelt werden muss, um Schwellungen, Schmerzen, Krämpfe und andere Folgen zu vermeiden. Es gibt glücklicherweise verschiedenste Möglichkeiten, Krampfadern und Besenreiser zu behandeln. Nur in wenigen Fällen ist ein chirurgischer Eingriff notwendig, um diese zu entfernen. Meist reicht es, folgende Naturheilmittel anzuwenden, um das Leiden zu lindern. Warum kommt es zu Krampfadern oder Besenreisern? Durchblutungsstörungen können insbesondere in den Beinen durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Zu den wichtigsten Gründen zählen folgende: Fettleibigkeit, Schwangerschaft, Rauchen, langes Sitzen mit überkreuzten Beinen, schlechte Ernährung, genetische Faktoren, Flüssigkeitsretention. Um die Risiken zu reduzieren, die durch dieses Leiden entstehen, empfiehlt es sich, folgende Heilkräuter auszuprobieren, welche sehr hilfreich sein können. Natürlich solltest du davor deinen Arzt konsultieren, um herauszufinden, ob es Gegenanzeigen gibt oder eine andere Behandlung notwendig ist. 1. Rosskastanien. Rosskastanien werden vielfach zur Behandlung von Krampfadern eingesetzt. Das Extrakt dieser Pflanze enthält den aktiven Wirkstoff Eschkin, welcher die Gesundheit der Arterienwände verbessert. Deshalb werden Rosskastanien empfohlen, um Symptome wie Schmerzen, Entzündung und Juckreiz an den Beinen zu lindern. Da sich auch herausgestellt hat, dass Rosskastanien stark entzündungshemmend wirken, werden sie in der Industrie häufig als Inhaltsstoff für Cremes und Salben zur äußerlichen Behandlung von Krampfadern oder Besenreisern verwendet. Wie kann ich dieses Hausmittel herstellen? Damit du nicht große Summen für handelsübliche Produkte ausgeben musst, empfehlen wir dir, das Hausmittel selbst herzustellen. Zutaten: Ein Esslöffel Rosskastanienschalen, 10 g. 1-2 Tasse Lavendelöl, 125 ml. Zubereitung: Beide Zutaten mischen und bei mittlerer Temperatur kurz erwärmen. Danach ziehen lassen und das Öl mit sanften, kreisförmigen Massagen auf die Beine auftragen. 2. Hamamelis. Hamamelis ist äußerlich und innerlich angewendet ein ausgezeichnetes Mittel, um Entzündungen zu lindern und die Durchblutung der Beine zu aktivieren. Die Blätter dieser Pflanzen enthalten Tannine, Saponine und Flavonoide, alles Antioxidantien, welche die Blutgefäße stärken und den Blutfluss verbessern. Außerdem wirkt diese Heilpflanze adstringierend und zusammenziehend und reduziert Blutungen, die in den bereits geformten Krampfadern entstehen könnten.
Wie wird dieses Hausmittel zubereitet? Hamamelisse ist ausgezeichnet, um von den positiven Eigenschaften dieser Pflanze von innen zu profitieren. Zutaten: Ein Teelöffel getrocknete Hamamelisseblätter, 4 g. Ein Tasse kochendes Wasser, 250 ml. Zubereitung: Das Wasser zum Kochen bringen und damit die Hamamelisseblätter übergießen. Ziehen lassen. Es empfiehlt sich, 2 Tassen täglich zu trinken, um von den Vorteilen dieses Tees zu profitieren. Du kannst auch Hamamelisse-Extrakt äußerlich durch Massagen auf die Beine auftragen. 3. Zypresse. Zu den bekanntesten medizinischen Pflanzen gegen Durchblutungsstörungen zählt die Zypresse. Insbesondere können damit Venenentzündungen behandelt werden. Diese Pflanze wirkt hämostatisch, venenstärkend und zusammenziehend und hilft, den Blutfluss in Richtung Herz zu verbessern. Damit kann auch Thromben und Krampfadern vorgebeugt werden. Wie wird dieses Hausmittel zubereitet? Ein Tee aus dieser Heilpflanze ist sehr hilfreich, um die vorteilhaften Eigenschaften innerlich und äußerlich zu nutzen. Zutaten: Zwei Esslöffel Zypressenblätter, 20 g. 1 Liter Wasser. Zubereitung: Ein Aufguss aus den Blättern und dem Wasser herstellen, 10 Minuten kochen lassen. Danach absieben und täglich 7 Esslöffel davon einnehmen. Zusätzlich kannst du ein Tuch mit diesem Aufguss befeuchten und auf die betroffenen Stellen auflegen. 4. Rosmarin. Rosmarin wirkt venenstärkend, da dieses Heilkraut den Wirkstoff Diosmin enthält. Wie wird dieses Hausmittel zubereitet? Um den Zustand der Krampfadern zu verbessern und auch um der Entstehung vorzubeugen, empfiehlt es sich, täglich Rosmarintee einzunehmen. Zutaten: Ein Esslöffel getrockneter Rosmarin, 10 g. 1 Tasse Wasser, 250 ml. Zubereitung: Das Wasser zum Kochen bringen und damit den Rosmarin übergießen. Davon 3 Tassen täglich trinken.